Es freut mich, dass wir das Spiel gewonnen haben, weil man sieht, wie schwer es ist, nach Heimspiel zu gewinnen. Im ersten Spieltag haben wir nur wir und Regensburg das geschafft und deswegen ich freue mich. Auch diese Dominanz, die wir geübt haben, macht mir auch Freude und natürlich auch unsere Fans, wo uns hervorragende Unterstützung bekommen haben. Ich glaube, auch mit dieser Kombination ist schwer gegen uns in unserer Arena zu spielen. Jetzt natürlich kommt der nächste Gegner, Osnabrück. Wir haben auch schon vor der Saison gesagt, dass wir oben mitspielen wollen und wenn man oben mitspielen will, dann muss auch auswärts punkten. Das ist unsere Klarziel in Osnabrück. Ich weiß, dass auch jetzt Osnabrück ist sehr gute Mannschaft hat. Ich habe selber das Spiel in Münster gesehen, beobachtet und das wird auch wieder Spiel auf Augenhöhe und ich glaube, am Ende wird derjenige, wo am besten Tagesform hat und weniger Fehler macht, der hat gute Karte, das Spiel zu gewinnen. Wir sind erstmal froh, dass die Vorbereitung geschafft ist, weil das ist ja immer, ja, das mögen Fußballer nicht so gerne, die Vorbereitung, weil es ja doch sehr hart ist. Ja, wir haben die Saison sehr gut begonnen mit dem Sieg, haben uns natürlich sehr gefreut, aber wissen auch, dass, ja, dass direkt zwei schwere Spiele auf uns warten mit Osnabrück und Münster, auch noch zwei Auswärtsaufgaben und deswegen haben wir uns kurz gefreut, aber auch relativ schnell wieder ja, auf die nächsten Spiele fokussiert und vorbereitet. Weil wir auch gut vorbereitet sind, wir haben auch hart trainiert, wir sind auch bereit für eine schwere Aufgabe und ich glaube, englische Woche ist eine Herausforderung. Jeder muss auch Gas geben, jeder muss Konzentration behalten und ich glaube auch mit unsere breite Kader, wo auch gute Qualität besitzt, das kann auch unser Vorteil sein, die englische Woche sehr positiv zu bestehen. Weil wir uns, denke ich, gut auf die Gegner vorbereiten werden, wissen, was auf uns zukommen wird und ja, wir Selbstvertrauen getankt haben gegen Paderborn und ja, das bestätigen wollen, was wir einfach im ersten Spiel gezeigt haben. Und deswegen, damit wollen wir direkt am Sonntag in Osnabrück anfangen und dann geht der Fokus direkt auf Münster über. Die haben auch verdient gewonnen, die haben auch besser gespielt, waren irgendwie so griffiger und bissiger und glaube ich auch, deswegen haben die auch verdient gewonnen. Ein schweres, denke ich, weil ich habe das Spiel auch ein bisschen mehr angeschaut gegen Münster und da habe ich schon gesehen, dass die sehr eine sehr gute Mannschaft sind, die stehen sehr kompakt und haben gute Offensivspieler und gerade ja, in Osnabrück an der Bremer Brücke ist immer schwierig zu spielen mit den Zuschauern. Ich denke, da ist auch jetzt ein bisschen Euphorie nach dem Derby-Sieg, aber nichtsdestotrotz wollen wir mit unseren Fans im Rücken, die auch, glaube ich, zahlreich erscheinen werden, ja, ein gutes Spiel machen und die Punkte dort auch mitnehmen.